Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind irgendwo in der Wüste. In der Wüste und wir machen die Quest Die Lügen des Skarabäus. Wir sind auf dem Weg zu einem Boss. Und das ist das Vorgeplänkel dazu, denke ich mal. Und wir sollen jetzt mit dem guten Tahaka reden, den wir in der letzten Folge beschützt haben. Und der hat nämlich Infos für uns, wie es weitergeht. Okay, wir sollen ihm folgen. Alles, gib den Weg frei! Dann nehmen wir mal den Scheckel hier, ist zwar nicht unserer, aber egal. Dann mal los, Freunde. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Ja. Oh. Wo müssen wir denn hin? Was hat der Kollege vor? Gib den Weg frei! Töte alle Banditen im Lager. Okay. Bei den Göttern! Bist du mit? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Weißt du, dass wir einen Warp gefangen haben? Die Göttin des Gemetzels sorgt für uns. Nein. Wir haben keine Gefeile, nein. Fuck. Können hier nicht irgendwo Pfeile versteckt sein? Nee. Ja dann. Geht's noch auf die harte Tour. Nichts. Hey! Ich töte dich! Ich hoffe, hier drin kriegen wir noch Pfeile. Haben sie da eingesperrt? Bitte, Ned, wenn du einen Funken Anstand besitzt, befrei mich! Bleibt hier. Wartet, bis es sicher ist, dann werdet ihr befreit. Genau. Ihr habt mein Wort. Okay. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Mal hoch. Gibt's hier keine Pfeile? Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Die sind jetzt hier schon fleißig am Kämpfen, oder was? Das sind Pfeile. Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Mist! Hier gibt's Ärger! Ein Hauptmann und noch ein Schild! Das... Ah! Hilfe! Okay. Sehr schön. Aber wir müssen noch... Brauchen wir nicht. Einen Schatz finden.
Wo soll der sein? Schatz, Schatz, Schatz. Da unten. Okay. Dann müssen wir nochmal hinunter. Ging erst leichter als gedacht. Gehst du runter, Bayek? Danke. Da hinten ist er ja schon. Unsere Freunde befreien müssen wir ja auch noch. So. Wo war denn der? Hier unten, oder? So. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Okay. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Letopolis ist fruchtbarer Boden. Urbar gemacht durch eure harte Arbeit. Was gibt es Neues in Memphis? Ich muss zugeben, Memphis liegt unter einem Schatten. Der Hohepriester hat die Götter verärgert und muss nun den Untergang der Stadt mit ansehen. Deine Boten kamen nach Memphis und erzählten von deiner Zukunftsvision. Ich kam her, um hier den Göttern zu dienen. Sobald ihr ausgeruht seid, richten wir in Letopolis ein Haus für euch ein. Gut, dann können wir uns doch da bestimmt... Was, hier haben wir noch Fragezeichen. Und ja gut, wir machen jetzt erstmal die Quest weiter, damit wir da mal ein bisschen vorankommen. Fackel oder Waffe? Fackel raus und wirf sie, um Dinge im Brand zu stecken und Waffen abzulenken. Lass deine Kreativität freien Lauf. Die Lügen des Skarabäus. Hast du den Sandsturm gesehen? Ja, den Sandsturm haben wir gesehen, haben auch drin gekämpft. Schön, dass ihr es geschafft habt, Marit. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und... Was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Wer ist der Skarabäus? W.
Wäre eigentlich logisch, weil er hat ja am Anfang gesagt, alle werden angegriffen, nur er nicht. Dieser Drecksack. Oh, mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Befreie dich aus dem Sand. Wie denn? Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Ich habe dich enttäuscht. Bitte, hasse mich nicht. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Ich kann leider nichts machen. Wer bist du? Was bist du? Befreist du mich? Oder guckst du nur? Was passiert hier? Ja, eine Option aus dem Sandkram gibt's hier nicht, also von der her. Weiß ich nicht, muss mal abwarten. Irgendwas, denke ich, wird schon passieren. Muss man irgendwas greifen? Spielen? Alte Kuh gedrückt, um dein Pferd zur Hilfe zu rufen. Ah, danke, Spiel. Komm her! Guter Junge! Mögen die Götter dir gnädig sein. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Ja, andersrum wäre aber ein bisschen unlogisch, mein Freund. Wow. Ernsthaft? Ernsthaft, ernsthaft? Ohne Waffen sollen wir uns da jetzt durchwurschteln. Okay. Oh. Du da! Halt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ah, wir haben auch unsere Klinge da. Im Schatten bleiben sollen. So, wir sind wieder im Rennen. Brief an Cefetto. Nimm die Waffe und die Rüstung als Bezahlung. Du wirst ihren Wert schnell erkennen und ich erwarte im Gegenzug angemessene Dienste. Eliminiere den Skarabäus.
Ist der jetzt hier im Lager? Ne, der ist weiter weg. Okay, wir hauen wieder ab. Genau, sollen die sich kloppen? Weil das Lager hier hatten wir doch sowieso, glaube ich, schon aufgeräumt, ne? Ja, da hatten wir den Hauptmann, den Schatz, schon geholt. Also wäre Quatsch, da jetzt nochmal Gummi zu geben. Ich spreng dich um! Beauty. Besoffen oder was? Okay, da kommt er nicht durch, mein Pferd. Dann doch nicht besoffen. Wow. Böse? Hey! Ja. Bist du krank im Kopf? Ja. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Halt! Bleib stehen! Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! Ja, ich weiß. Warum bist du hier? Wenn ich das wüsste. Safe jetzt hier? Ein Schwachkopf und ein Feigling. Manche sind echt schwer gestraft. Okay, ein Level 19er kriegen wir noch gut da. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir das in der nächsten Folge, weil jetzt hier alles freiräumen und dann den Boss noch. Wir können noch mal eben schnell mit Senju. Bisschen inspizieren. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.